Andreas Rahm, Sie sind Küchenchef im Haus Liebertsthal. Für wie viele Pensionsgäste kochen Sie am Tag? Wir haben hier im Haus 290 Bewohner und kochen auch noch für die Tageszentren der Stadt Wien, liefern wir aus ca. 200 Portionen am Tag. Das heißt rund 500 Essen täglich? Mit dem Personal ein bisschen über 500 Portionen. Sie beschäftigen unter anderem auch 4 Lehrlinge. Wie stellt sich der Arbeitsalltag mit den Lehrlingen hier im Betrieb dar für Sie? Der Arbeitsalltag stellt sich gut dar. Ich bin froh, dass wir Lehrlinge ausbilden dürfen und ihnen auch zeigen, wie wir mit frischen Lebensmitteln umgehen. Wir haben derzeit einen, der ist im letzten Lehrjahr, der macht heute die Prüfung, haben noch 2 Kochlehrlinge und der 4. Lehrling ist Restaurantfachfrau im Service draußen. Und läuft sehr gut und bin sehr froh, dass wir junge Menschen hier haben. Was ist jetzt das Besondere an einer Lehrlingsausbildung im KWB? Also das Besondere an der Lehrlingsausbildung im KWB ist, dass wir tolle, viele, viele Möglichkeiten bieten. Wir haben berufsbildende Seminare für die Lehrlinge. Wir machen 2 Exkursionen pro Jahr, eine ganztägige, eine halbtägige. Wir haben eine extra App für unsere Lehrlinge entwickelt. Was ist das konkret? In der Wissensvermittlung, was Theorie betrifft, für Köchinnen, bieten wir den Lehrling durch die App die Möglichkeit, in Form eines Quizzes den Stoff zu wiederholen und einfach die Theorie zu vervollständigen und gut zu lernen. Wie einfach bzw. wie schwierig ist es für das KWB oder die Häuser zum Leben, Lehrlinge zu finden bzw. zu rekrutieren? Ja, nachdem wir einen sehr guten Ruf, was die Lehrlingsausbildung haben betrifft, ist es im Moment noch etwas einfacher für uns Lehrlinge zu finden. Wir haben ja auch ein sehr spezielles Lehrlingskonzept. Das schaut wie aus? Also ich sag mal, ungefähr die Hälfte der Lehrlinge, die wir haben, sind die jeder haben will am Markt. Dann haben wir 25% unserer Lehrlinge sind integrativ und 25% sind sozial schwache Lehrlinge mit einem sozial schwachen Hintergrund, die sonst kaum jemand nehmen würde und die bei uns eine Chance bekommen, eine Ausbildung zu machen. Wie stellt sich das im praktischen Arbeitsalltag dar? Können die ganz problemlos in den Arbeitsalltag integriert werden? Ja, genau. Ist ein ganz einfacher Vorgang und auch ein ganz einfacher Prozess. Dahinter stehen aber gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Lehrlingsbetreuerinnen, die wir haben, die sich speziell um unsere Lehrlinge kümmern und dann eben auch auf Einzelfälle eingehen können, sollte es mal Herausforderungen geben. Herr Lobinger, die Lehrlinge des KWB durchlaufen ja eine Ausbildung in der Großküche. Wie stellen Sie sicher, dass jeder fachliche Aspekt in der Ausbildung auch richtig professionell abgedeckt wird? Also ich bin überzeugt, dass wir im Unternehmen mit unseren Fachkräften alles abdecken, aber zusätzlich gewähren wir den Leuten noch die Möglichkeit, Praktikum in Wien, zum Beispiel im Hotel Sacher, im Steiereck zu machen oder auch bei Max Catering. Und heuer haben wir das erste Mal die Möglichkeit, dass 3 Leute auch ins Ausland gehen, zum Beispiel ins Hotel Kempinski in Hamburg. Eine junge Dame geht nach Italien und eine weitere junge Dame nach Oslo in Norwegen.